Wenn du auf so einer einsamen Insel wärst, da ist der Brontosaurier. Wenn du auf so einer einsamen Insel wärst, würdest du dann am Strand dir eine Hütte bauen oder würdest du lieber eine Hütte bauen im Wald oder so? Großen und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Damakasch und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ARK. Und ich möchte jetzt, bevor ich die Insel weiter erkunde, das mache ich dann jetzt nämlich zu Fuß, ich sag da gleich noch dann ein paar Worte, möchte ich hier ein Schild aufstellen. So ist schon gut. So, das kann ich doch bestimmt beschreiben, oder? Schildtext festlesen. Und zwar, was schreiben wir darauf? Sweeties. Sweetie ist nämlich gestorben in der letzten Folge. Sweeties. Lieblingsplatz. Mal gucken, wie das aussieht. Ach, guck mal, das ist ja echt cool. Das ist ja nett. Nein, pass auf, dann schreibe ich da. Raptoren sind doof. So. Ha. Dann wissen Sie gleich, was ich von denen halte. Okay, weil, also jetzt erzähle ich kurz, was in der letzten Folge passiert ist. Eigentlich war mein Plan gewesen, letzte Folge, einen kleinen Ausritt mit Sweetie zu machen. Das Ganze hat dann eher semi-gut funktioniert, weil ich dann da vorne den Triceraptor, der stand da immer noch an dem Stein gebackt, wie in den letzten Folgen auch. Und dann habe ich gedacht, ah, dann zähme ich mir den jetzt. Und während ich den noch verprügelte, den Triceraptor, der hier vorne stand, ist ist ein Raptor gekommen. Der hat natürlich gleich seinen Kumpels Bescheid gesagt und dann hatte ich das Desaster. Leider. Leider, leider. Wow. Und da ist schon wieder ein Raptor. Ach, come on, ey. Ah. Und da ist immer... Oh Gott, ich laufe so schnell ich kann, aber ich werde nicht mal ankommen in meiner Hütte. Ich hoffe einfach, dass ich hier... Oh Gott, guck dir das an, ey. Der Mist Raptor. Raptoren sind doof. Und ich habe immer noch kein Bett gebaut übrigens. Naja, jedenfalls genau das ist letzte Folge auch passiert. Und das war echt richtig mies und gemein, weil ich gar nichts machen kann gegen die ollen Mistviecher. Und jetzt bin ich hier hinten wieder irgendwo unterwegs. Guck mal. Und ich muss da hinten hin. Jetzt bin ich natürlich wieder weit ab vom Schuss. Und ich wollte eigentlich einen Ausflug heute machen, aber die Raptoren da, die meinen es nicht gut mit mir. Ich glaube, bevor ich jetzt nach Hause zurückgehe und da meine Sachen hole, sammle ich hier einfach ein paar neue Sachen und baue mir eine neue Axt und so, oder? Ist ja nicht so schlimm. Dann mache ich das so. Ich möchte nämlich eigentlich ein bisschen erkunden gehen. So. Und zu meinem Häuschen komme ich dann schon zurück. Ich bin guter Dinge. Raptoren sind echt so gemein. Wie, mir ist kalt. Warum ist mir kalt? Hallo? Und warum... Aha, na gut. Ich sammle mal hier ein. So, ein paar Beeren habe ich schon mal. Und die Raptoren, die kommen ja dann auch nicht alleine. Die kommen ja dann mit mehreren. Oh, die Frage aller Fragen. Kann man Raptoren auch zähmen und sich die dann als Wachsaurier vors Haus stellen oder so? Aber wie soll man die zähmen, oder? Ich meine, die boxen einen, glaube ich, um. Ich glaube, die meinen das nicht so gut mit einem. So, guck mal, Stein habe ich schon. Ich guck mal. Für eine Spitzhacke könnte es schon fast reichen hier. Ja. Eine Spitzhacke, bitte. Übrigens habe ich jetzt, hier sieht man das. Guck mal, meine Haare sind gewachsen. Ich habe jetzt lange Haare. Der Burner, oder? So ohne Hut. Ich habe jetzt halt mal wieder nichts an, aber ja, so ist das Leben leider. So, ich sammle einfach mal ein bisschen ein. Ach, oder auch nicht. Jetzt sind da so eine Spukosaurier und ich habe wieder nichts, ey. Das frustriert mich etwas. Die soll mich bloß in Ruhe lassen. Ich will hier nur langlaufen. Ich mache hier nur einen Strandspaziergang. Guck mal, weil die Gegend so schön ist. Die Sonne steht so ungünstig, ne? Das reflektiert alles so. Man sieht gar nicht so schön.
Da war in der letzten Folge da hinten im Wasser auch irgendwie so ein Mega-Vieh. Deswegen traue ich mich nicht so recht zu schwimmen. Und in den Wald sollte ich ja eh nicht gehen, ne? Wurde mir gesagt, da sind Raptoren. Ja, liebe Leute, am Strand auch. Was ist denn das? Guck mal. Komm, das gehe ich anschauen. Wie cool. Guck dir das mal an. Oh mein Gott. Wow. Ich wollte gucken, welcher Level der ist. Ja, nicht auf mich drauf pupsen. Das ist bestimmt nicht gut. 22. Oh Gott, Brontosaurier sind mega. Oder guck mal. Kann man die auch zähmen? Guck dir das an, wie schön. Oh mein Gott. Ja, du bist auch wunderschön. Du kommst dann irgendwann mal in meine Dodo-Züchtungsanlage. Ja, ich mag Dodos. Ja, du bist ein feiner Dodo. Oh Gott, so ein Brontosaurier ist ja mega. Kann man die auch zähmen? Ich will ein Bronto. Dann habe ich auch nicht mehr so eine Angst vor Raptoren. Weil so ein Bronto, der macht einmal hier Rambazamba und dann ist Ende Gelände. Ein Parasaurus, ach guck mal, wie sweetie. Das ist ein Dodo. Level 4, aber männlich. Eigentlich ist es gemein, die jetzt zu töten, aber ich könnte Fleisch und Leder brauchen. Ich sag's nicht gern. Naja, gut, ich fälle erstmal ein paar Bäume. Oh, guck mal, der ist rosa. Wie süß. Oh, ich muss unbedingt eine Dodo-Farm aufmachen. Unbedingt. Okay, jetzt, ich sammle mal Level up. Na, das ist ja prima. Das ist doch schon mal gut. Dann level up ich mal. Ja, okay, ich mache jetzt mal mehr in Nahkampfschaden hier. Ich muss mehr Schaden machen. 13 Punkte. Einen Zaun kann ich ja leider noch nicht bauen. Das ist total schade. Da brauche ich noch ein bisschen, ne? Ein Holzfundament wäre vielleicht nicht schlecht, oder? Guck mal, statt Stroh. Dann könnte ich das machen. So, und eine Holzwand. Guck mal, das ist doch gut. Dann kann ich schon mal Sachen aus Holz bauen. Ein Holzhaus. Eine schräge Strohwand. Okay, Zement kann man dann auch machen. Ist ja cool. Ein Holzkäfig. Man kann so coole Sachen machen. Schießpulver, ein Grabstein. Oh, für Sweetie, ne? Trommeln. Eine Strickleiter. Ach, da kann ich noch so viel lernen. Noch so viel zu lernen. Und so viele Saurier, die mich töten wollen. Da traue ich mich jetzt echt erstmal nicht hin. Ich mache jetzt hier weiter Ausflug. Ist egal, oder? Ich kann halt nicht so viel transportieren. Was bist du denn überhaupt für ein Saurier? Oh Gott, wenn du mir mit deinen Krallen welche... ballerst... Oh, genau so. Aua. Huch. Okay, der ist nicht freundlich, der Pterizinosaurus. Der Fingernagelsaurier. Der ist auch nicht freundlich, okay. Aber ich wollte ihn anschauen, der sah mega aus, oder? Also muss man schon sagen, der sah jetzt wirklich mega aus mit den Krallen und der hatte so einen buschigen Schwanz. Das war ja total cool. Wo bin ich denn jetzt hier? Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Wo ist denn der Bronto? Daran kann ich mich orientieren. Bin ich jetzt hier noch richtig? Oh Gott. War hier der Brontosaurier nicht? Wie soll der so schnell wohin gekommen sein? Hä? Oder bin ich jetzt hier falsch? Bin ich jetzt ganz woanders? Zeig mal. So, ich müsste eigentlich... Das ist der Schildkröte, das Schildkrötending. Ich dachte eigentlich, ich muss da hinten hin. Und sollte am besten nicht zu nah an dem anderen vorbeigehen wieder, ne? Ach Mensch, du, ich sag's dir, es ist alles gefährlich. Wieder nichts mehr zu essen. Ach, mein Leben ist hart und ungerecht. Na, Hauptsache, ich habe einen Stein dabei. Kann man ja mal machen, ne? Dann werfe ich halt mit Steinen, bis jemand blutet. Ach, Menno.
Wenn du auf so einer einsamen Insel wärst, da ist der Brontosaurier. Wenn du auf so einer einsamen Insel wärst, würdest du dann am Strand dir eine Hütte bauen oder würdest du lieber eine Hütte bauen im Wald oder so? Weil die Frage ist ja, wo baue ich denn dann mein Holzhäuschen hin? Mache ich das da am Strand oder gehe ich lieber weiter in den Wald? Aber ihr habt gesagt, im Wald sind halt die Tyrannosaurus. Die sind wahrscheinlich auch nicht... Wow, nicht mich treten. Sind wahrscheinlich auch nicht unbedingt freundlich, wenn die mich sehen. Denke ich mal. Der ist ja mega schön. Guck mal. Ah, ich mag Dodos. Ich will ganz viele Dodos sammeln. So. Jetzt wird er da natürlich noch rumgeistern, wo ich gerade gestorben bin, ne? Vermutlich. Ich versuche einfach nicht so nah ranzugehen. Ja, die Parasaurier machen coole Geräusche, finde ich. Das hört sich cool an. Was ist das eigentlich da für ein Riesending? Das habe ich auch noch nicht ganz rausgefunden, wozu das denn wohl mal noch gut sein soll. Na gut. Da ist der andere, der nicht gerade mein Freund ist. Kann ich hier dann vielleicht besser rübergehen, oder? Aber hier ist mein Rucksack. Wenn ich nicht nah genug rangehe, dann macht er mir ja nichts hier. Guck mal. Eine einzige Narkobeere, na, das lohnt. Das lohnt ja. So. Okay. Also im Moment ist, ja, ich weiß nicht genau warum, ich kann es nicht abschätzen. Ich muss echt mal gucken, ob das an meinem Computer jetzt irgendwie, ob da irgendwas im Hintergrund läuft. Ne, du merkst es, manchmal ruckelt es ein bisschen. Es war letzte Folge irgendwie schon. Keine Ahnung, was da los ist. Ich gehe jetzt mal hier auf die andere Seite. Ist immer nur kurz und dann ist wieder gut, ne? Oh, wird es jetzt Nacht? Ach nee, komm. Wie viel Uhr haben wir denn? 20.20 Uhr. Ich muss nach Hause. Ich muss nach Hause. Das war der kürzeste Ausflug ever. Aber zum Schlafen sollte ich zu Hause, also Nacht sollte ich zu Hause sein. Da sollte ich mich hier nicht auf irgendeiner Insel rumtreiben, wo Saurier mir das Leben schwer machen wollen. Ich hoffe, ich treffe auf keinen Raptor. Jetzt. Ich hoffe einfach mal, ich komme sicher zu Hause an. Der ist ja süß. Guck mal, der ist voll klein. Okay. Da ist wieder ein Spukosaurus. Ja, ja, ja. Gib mir nicht auf den Keks. Nein, jetzt. Komm schon. Lasst mich alle in Ruhe. Nein, was ist denn das schon wieder für ein... Also, Manno. Das ist echt so gemein. Menno. Ich wollte doch nur nach Hause. Mehr wollte ich doch gar nicht. Mir ist kalt, ich brauche einen wärmeren Ort. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich bin. Langsam bin ich verwirrt. Okay, ich glaube, ich verabschiede mich jetzt aus dieser Folge und bleibe verwirrt zurück. Ja, ich bleibe ganz verwirrt zurück und versuche, nach Hause zurückzukommen. In erster Linie, bevor es dunkel wird. Ich danke dir jetzt sehr fürs Zuschauen und sag bis nächstes Mal. Ciao, ciao, deine Damakash. Again, we'll stick together, yeah.